10 Bayern München präsentiert von der Bank Aussiedler Metallbearbeitung gegen RB Leipzig präsentiert. So, wir kommen nach dem leider unglücklichen Ausscheiden der Pokalkreisauswahl zum nächsten Achtelfinale. Das ist natürlich eine absolute Knallerpartie und auch hier habe ich mir wieder Unterstützung eingeladen. Bei mir ist Marc Schmetzelein, hallo, vom Westfalenblatt. Ich grüße dich. Das heißt, wir haben einen Kollegen von der Presse hier. Ja, Marc, erstmal, dein Eindruck vom Turnier 2017, wie gefällt es dir bisher? Was gestern auch schon war? Ich war gestern auch da, genau, ja, wie immer ein großes Spektakel, würde ich es mal nennen. Also wirklich Stimmung wie immer gut, volles Haus, spielerisch natürlich auch super, was die Mannschaften wieder machen und ich glaube, heute ist es natürlich immer noch eine Steigerung zu gestern, weil einfach alle Teams natürlich jetzt gerade in den K.O. spielen, einfach nochmal eine Schippe drauflegen können. Ne? Genau, der Unterschied ist jetzt einfach, wer jetzt verliert, ist draußen. Und das merkt man in den Spielen, das haben wir in den ersten zwei Achtelfinals gemerkt. Jetzt auch schon an. Wir haben jetzt die erste Möglichkeit für Leipzig. Und das Tor, Jakob Runer, Nationalspieler der U16, trifft jetzt 1-0 für die Leipziger. Marc, ich glaube, wir dürfen das verraten. Du bist Fan des FC Bayern München. Das heißt, ja, dir hat das doch gerade ein bisschen wehgetan. Ja, vielleicht ein bisschen, das ist richtig. Aber klar, als Jugend ist es natürlich noch ein bisschen was anderes, als wenn man bei den Profis zuschaut. Aber natürlich habe ich auch heute nichts dagegen, wenn der FC Bayern hier relativ weit kommt. Das glaube ich. So mal aus Pressesicht, dieses Turnier für euch. Ist das auch einfach so ein Highlight? Ihr seid da viel unterwegs. Im Landesliga-Bereich Fußball vielleicht, dann ist die Handball zweite Liga. Ist der Föhrweg Cup trotzdem nochmal so on top? Auf jeden Fall, also Richtung Fußball auf jeden Fall. Klar haben wir den Handball-Bundesligisten hier, aber das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn hier auch mal richtig hochwertiger Fußball angeboten wird, wie jetzt gerade von den Bayern. Jetzt gerade von den Bayern. Das 1:1. Jan Herrmann trifft zum Ausgleich. Geht gut los hier. Das auf jeden Fall, für das Spiel gleich, genau. Ja, ja, für uns ein Riesenaufwand natürlich auch, weil wir das Turnier natürlich jetzt nicht nur heute und gestern betreuen, sondern auch im Vorfeld. Also wir haben wirklich eine ganze Woche quasi, wo wir diesen Fokus einfach auf dieses Turnier legen und wirklich jeden Tag darüber berichten und natürlich ringsherum dieses Turnier dann einfach wahnsinnig viel Texte schreiben, Interviews führen etc. Ne? Ja. Wie viele Spiele kann man sich jetzt entspannt angucken? Geht das ein paar Mal oder seid ihr eigentlich immer noch am Gucken, mit wem muss ich noch sprechen, was muss ich noch für Daten aufnehmen? Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, gestern habe ich gefühlt, glaube ich, zwei Spiele mal wirklich entspannt geguckt, ja. Wo ich mal zumindest nicht irgendwo irgendwie geguckt habe, wo könnte jetzt einer sitzen, mit dem ich eventuell noch sprechen wollte. Ja. Das ist jetzt auch hier gerade eine Ausnahme sozusagen. Ja. Ja, aber das ist natürlich, das gehört dazu für uns einfach. Aber klar, ich kriege schon noch genug mit, um zu sagen, hier, ich habe auch schön Fußball gesehen. Ne? Ja, 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 das glaube ich. Ja, die Bayern haben bisher ein starkes Turnier gespielt. Heute Morgen, Christian Spönemann sah schon hier, auch Gender Bayern-Fan hat gesagt, alles Taktik mit 0:5 gegen den BVB. Ansonsten gegen die Mühlis überhaupt nicht zugelassen, 3-0 gewonnen und Köln 7:3 aus der Halle gefegt. Du bist zufrieden bisher mit den Bayern, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich habe gestern auch gedacht, dass wir könnten sich, also spielen sich schön im Vordergrund und auch sicherlich gehören irgendwie zu den Favoriten. Auch wenn man, wie wir eben schon gesagt haben, ja samstags immer so ein bisschen, ja, nicht ganz zu hoch werden darf. Ja. Aber klar, heute Morgen, das hat mir persönlich ein bisschen wehgetan gegen Dortmund, 0:5, das war natürlich schon bitter. Ja. Aber ja, müssen wir jetzt mal schauen. Hier gegen Leipzig ist natürlich, wenn man es so auf die Bundesliga auch bezieht, natürlich auch ein interessantes Duell jetzt, dass wir hier Leipzig gegen Bayern haben. Auf jeden Fall, gerade Leipzig, Titelverteidiger. Ja, absolut. Es ist so, das Favoritensterben ab dem Achtelfinale. Das ist das Gemeine an diesem Turnier. So ist es, ja. Und ja, beide Mannschaften geben schon richtig Vollgas, haben Möglichkeiten hüben und drüben. Ja. Leipziger ja auch mit Nationalspielern hier, gerade aus La Manga frisch wiedergekommen. Rasenballsport Leipzig haben wir gestern noch ein bisschen thematisiert. Stellt den größten Block an U16 Nationalspielern in der Nationalmannschaft mit 4 Spielern. Die Bayern momentan haben einen dabei. Jetzt der Ball gespielt, hat linke Position frei und etwas zu steil gespielt. Das Spielgerät für Marvin Hardhofer. Also Nationalspieler. Ein bisschen darauf zu achten. Nummer 13, Oliver Bias, hat bisher auch schon ein tolles Turnier gespielt, wie ich finde. Und Jakob Runer. Der traf ja auch schon. Ist der Spieler mit der Nummer 12. Wie ist das, wenn ihr an Spieler ran wollt? Der Vereine, ist das überhaupt kein Problem? Müsst ihr da die Verantwortlichen fragen? Wie ist das geregelt? Also, wir versuchen schon immer so ein bisschen den offiziellen Weg in Anführungsstrichen zu gehen. Klar, vorher Trainer ansprechen oder eben Mannschaftsverantwortliche, die dann hier sind. Da versuchen wir uns natürlich auch ein bisschen zu informieren, wer dafür zuständig sein könnte. Ja, es gibt schon Unterschiede. Also gerade die großen Vereine wie jetzt Bayern oder Dortmund, da wird es schon ein bisschen nicht komplizierter, aber da ist der Weg sozusagen ein bisschen länger. Ja. Ich habe zum Beispiel auch gerade mit einem Spieler vom VfL Osnabrück gesprochen zum Beispiel. Da war es total simpel quasi ranzukommen, weil der
habe ich einmal über den Betreuer bin ich gegangen und dann war der Spieler auch schon sozusagen da und hat mit mir gesprochen. Das war relativ einfach, aber das ist schon von den Vereinen sehr unterschiedlich gehandhabt. Ja. Ich nehme gerade die Chance für Rasenballsport Leipzig noch mit. Da hast du es versucht. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr Christian Früchtel war bei den Bayern. Ja, genau. Vorher mit dem Trainingslager mit den Profis, genau. Genau. Und der war, glaube ich, komplett abgeschirmt von der Klasse. Ja, genau. Und der durfte wirklich gar nichts sagen. Die Trainer durften letztes Jahr auch uns gar nichts zu ihm sagen. Also da war wirklich komplette Aussagesperre sozusagen für alle Beteiligten. Ja. Für uns natürlich sehr unglücklich, weil so ein Spieler will man dann natürlich auch mal schön in den Vordergrund stellen. Klar. Aber gut. Andererseits so über 5. 6. Jungs. Oh, starke Parade. Das ist der Nachfolger von Herrn Früchtel sozusagen. Genau, Lukas Schneller. Und im Gegenzug das 2:1 für die Bayern. Julian Höllen war es, der gestern auch schon ein tolles Turnier gespielt hat. Kurz noch, um den Gedanken zu Ende zu führen, 15-sätzige Jungs natürlich auch wahrscheinlich genau richtig, sie nicht zu früh zu hoch zu jubeln, sondern am Boot zu halten und so ein bisschen zu schützen. Aber logisch, die Pressesicht ist klar. Wir sind vielleicht ein bisschen anders, genau, ja, natürlich. Ist das völlig logisch. Nächster Angriff für die Bayern. 3 gegen 2 Überzahl. Auch darüber kann er Tor werden. Das war klasse gespielt. Nochmal quergelegt. Wunderbar. Das kannst du nicht machen, ja. Das war super gespielt. Jan Herrmann. 3:1. Der Titelverteidiger liegt mit 2 Toren hinten. Guter Abschluss hier von Oliver Bias. Und der Trainer der Bayern, auch ein Ex-Profi, Danny Schwarz. Ja, genau. Aktiv gewesen für 1860 München und Unterhaching. Genau, für die Nachbarn, alle nur, genau. Genau, ja. Und Ausgang seiner Karriere dann bei der zweiten Mannschaft von Bayern München gemacht. Und so kam der Kontakt dann zustande. Bevor er U16-Trainer wurde im Januar letzten Jahres, war er Co-Trainer von Heiko Vogel in der U23. Auch das ja so, finde ich, eine interessante Personalie, Heiko Vogel. Er hat Champions League trainiert in Basel. Ja. Kurioser Weg, die zweite Mannschaft Fall. Von Bayern München. Das ist wirklich kurios, das stimmt, ja. Wie schätzt du so die, als Bayern-Fan die Nachwuchsarbeit der Münchner ein? Ja, das ist mal schwer zu beurteilen, finde ich, aber es ist immer so ein bisschen, ich finde, Bayern hat immer so ein bisschen den Ruf, ja, in der Nachwuchsarbeit so ein bisschen, ja, vielleicht nicht hinterher zu sein, aber so seit der Generation mit Müller und Lahm und den weiteren Spielern, die Badstuber, die da rausgekommen sind. In den letzten Jahren kam aus der Bayern-Jugend ja relativ wenig, die eingebaut wurde. Anschlusstreffer hier. Ja. Genau. Ist doch nochmal eng. Malik Talabidi. Wenn du überlegst, wer war der letzte Jugendspieler der Bayern, der in die Kurve gekommen ist? Eine Idee, wer das sein könnte? Wer das war? Ja, das ist vermutlich Badstuber gesagt, wahrscheinlich schon, oder? David Alaba war es. Ah, Alaba, okay. 2011. Okay. Also, es ist schon ein bisschen her. Deswegen, ja. Also deswegen seitdem wirklich gar nichts mehr. Und ja, aber es ist natürlich, wenn du bei einem Profi so einen hohen Anspruch hast, wahrscheinlich ist es natürlich auch schwierig, dann junge Leute einzubauen, wenn du diesen Druck hast, auch immer diese Weltstars holen zu müssen, in Anführungsstrichen. Genau. Ja, klar. Aber es wirkt natürlich auch auf die ganze, auf den Ruf auch des Vereins so ein bisschen aus, finde ich. Absolut. Aber, ja. Abteilungsleiter Dremmler hat es letztens im Interview ein bisschen erklärt. Er sagte, die Problematik daran für den Jugendbereich liegt darin, dass Bayern nicht mehr die Spieler 1 bis 13 Weltklasse besetzt hat, sondern 1 bis 24. Ja. Und alle Spieler, die rauskommen, müssen Weltklasse sein, um dann das Schritt zu halten. Ja, genau. So die da hast du keine große Zeit, wahrscheinlich die jungen Spieler groß an die Profis heranzuführen, aber vor allem an dieses Weltklasse-Niveau. Das ist natürlich sehr schwierig, sehe ich auch ein. Aber hat man natürlich mit Leipzig genau das Gegenbeispiel sozusagen. Genau, die genau darauf setzen. Trotzdem will man ja was tun. Große Chance hier für Oliver Bias. Will man was tun auf Münchner Seite. Uli Hoeneß hat es ein bisschen zur Chefsache erklärt. Es wird ja demnächst ein neues Nachwuchsleistungszentrum geben. Und Hoeneß hat schon angekündigt. Ab dann wollen wir wieder Vollgas auf den Jugendbereich setzen und müssen da auch wieder einfach stärker werden. Ja. Ja, der Kader wird auch nicht jünger bei den Profis im Moment. Ne? Ist ein weiterer Gedanke, genau. Jetzt gerade wieder auch Robben verlängert, aber auch er wird nicht jünger, das ist so. Du hast ja die Generation schon angesprochen, ist ja auch beeindruckend, wer hier für die Bayern schon Lübbecke gespielt hat. Ja, wir haben Holger Badstuber, Emre Can war hier, Mats Hummels, Thomas Müller, Sandro Wagner. Riesenmöglichkeit hier für Talabedi. Also es ist auch schon wirklich eine klare Aussage. Vor ein paar Jahren war die Bundesliga einfach höher, auch da Louis van Gaal. Man kann von ihm halten, was man will. Er war aber ein großer Verfechter der Jugend und hat da wirklich viele Spieler eingesetzt. Ne? Stimmt, ja. 3:2 hier. Es ist knapp 6 Minuten vor dem Ende. Hier ist noch alles offen. Was hältst du von dem Projekt Leipzig? Gute Frage. Also ich finde, es wird natürlich immer sehr, sehr negativ alles dargestellt und alles sehr kritisch hinterfragt. Das kann man sicherlich, aber ich finde, dass man immer, gerade in der Bundesliga auch immer so, die anderen Vereine werden so ein bisschen vernachlässigt. Also es gibt ja auch andere Projekte, wo wirklich viel, viel Geld von einem Sponsor hauptsächlich hintersteckt. Jetzt Beispiel Hoffenheim oder
Wolfsburg oder auch Leverkusen, da ist es sogar im Namen mit drin. Also das sind ja auch noch andere Vereine, wo immer quasi ein hauptsächlicher Geldgeber hintersteckt. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht so kritisch, wie es jetzt dargestellt wird. Und ich finde auch gerade jetzt, was wir in der Hinrunde in der Bundesliga gesehen, das kann ja der Bundesliga eigentlich nur gut tun, dass wir jetzt wieder so eine Mannschaft haben, die aufstrebend ist und auch wirklich ein hohes fußballerisches Niveau vor allen Dingen gespielt hat. Ja. Klar, aus Bayern Sicht sage ich, zweiter Platz reicht. Aber wie gesagt, du glaube ich der Bundesliga, oder schadet der Bundesliga nicht, sagen wir mal so. Oh, im Sitzen! Ja. Macht er das gut weg, sehr schön, ja. Das war Flavius Danilovic. Ja, ein weiterer Aspekt dieser Leipziger Geschichte ist natürlich auch im Jugendbereich. Die Chance in den neuen Bundesländern, in der Region auch einfach wieder Profi zu werden und vielleicht nicht viele, viele Kilometer auch reisen zu müssen, dann, wenn ich gut bin. Jens Keller hat ja gerade Trainer von Union Berlin den Spielstil kritisiert, hat sich das Spiel angeguckt zwischen der U19 und der U23 und sagte, es war schlimm zu sehen, wenn die Idee nur noch auf Ball erobern ausgelegt ist und verlegt das Spiel stellenweise mit Tennis. Ich glaube, man muss das am Ende im Fußball immer so, der Erfolg gibt am Recht. Und das haben die Leipziger momentan in allen Bereichen. Von daher muss man da großen Respekt haben. Ich sehe es wie du, auch woanders wird viel Geld in die Hand genommen. Und da wird weitaus weniger Sinnvolles mitgemacht. Auf den Bundesliga-Bereich bezogen, beispielsweise schöne Grüße nach Hamburg. Wie gesagt, nicht für den Jugendbereich. Bayern noch einen machen, dann ist es durch, ne? Dann war es wahrscheinlich die Entscheidung, genau. Da war es fast soweit gewesen. Gute Parade wieder von Lukas Schneller. Ja, jetzt. Und jetzt mit 2-1 auf den Torwartzug, klasse ausgespielt und weggemacht. Das war's dann wohl. Das war die Vorentscheidung. Torschütze Malik Tillmann. Also die Bayern setzen hier ein ganz dickes Ausrufungszeichen, weil gegen Leipzig setzt man sich nicht mal eben im Vorbeigehen durch. Aber das wird die Leipziger Wurm, denn die hat riesen Ansprüche. Alascha Spilewski, ganz junger Trainer in Leipzig, sehr, sehr ehrgeizig, hat er sich viel vorgenommen. Das wird ihn ärgern. Und jetzt stehen sie auch gut, jetzt machen sie die Räume da gut zu, nochmal klasse abgelegt. Also ich glaube, man kann da für Bayern, kann es ganz weit gehen in diesem Turnier, oder? Ja, vermutlich. Also jetzt machen sie gerade wieder richtig guten Eindruck, wie wir schon eben gesagt haben, gegen Dortmund heute Morgen war das wirklich alles andere als gut, weil da waren sie klar unterlegen, fand ich. Ja. Aber jetzt ist es wirklich spielerisch wieder eine ganz andere Klasse. Ja. Das ist so ein bisschen wie gestern, fand ich, gerade in Köln, als sie da die 7 Tore gemacht haben, das war auch sehr, sehr stark. Auf jeden Fall, ja. Das macht jetzt wieder einen sehr, sehr guten Eindruck, ja. Ja. So, wir schauen mal, gegen wen es dann gehen könnte im Viertelfinale aus dem Sieger Schalke gegen Osnabrück. Mutmaßlich könnte das Schalke 04 ja, werden. Das tippe ich. Jetzt auch erstmal, ja. Ja. So, und dann haben wir den nächsten Kracher, Schalke gegen Bayern. Klingt auch wieder fantastisch. Schalke auch einen sehr guten Eindruck gemacht gestern. Ja. Ja, gerade gegen Bremen auch nochmal 7 Tore erzielt. Ja. Also, da können wir uns jetzt schon auf ein packendes Duell freuen. 2 Minuten hier vor Ende. Der Partie. Wie sieht dein Tag noch aus? Du bist jetzt den ganzen Tag in der Halle und berichtest, oder? Ja, so lange wie möglich zumindest erstmal. Also für uns ist das Turnier natürlich jetzt mit dem Mühlenkreis aus Wahl, nimmt es ein bisschen, nimmt das Tempo so ein bisschen raus, sage ich mal. Da müssen wir natürlich, da liegt unser Fokus ja drauf, einfach als für die heimische Presse, die heimische Auswahl. Ja, da wird es gleich nochmal ein paar Gespräche geben und ein bisschen Analyse und dann schauen wir mal, wie wir das weiter begleiten hier. Aber natürlich werden wir bis zum Ende vor Ort sein, klar. Ja, super. Auch da für alle vor den Bildschirmen zu Hause schon mal Ankündigung. Also Benito Rehling, Vorwart der Mühlenpass-Auswahl, wird auch noch hier zu Gast sein und dann werden wir aus erster Hand ein bisschen erfahren, wie er denn dieses Turnier einschätzt. Ja, noch ein sehr gutes Turnier gespielt, fand ich. Also, auf jeden Fall, ja. Auch heute Morgen nochmal richtig klasse Paraden gezeigt. Ja, Bayern spielt jetzt sehr souverän, hohe Ballkontrolle. Ja, wirklich gar keine Torchance mehr für Leipzig jetzt in den letzten Minuten. Überhaupt nicht, Schon eine Überraschung, wie gesagt, Leipzig hier mit 2 Nationalspielern angereist, ansonsten wurde den starken Kader auch wieder klasse gespielt hier. Und jetzt per Kopf, ganz knapp, unter die Latte geköpft. Wäre der grüne Abschluss gewesen eigentlich, dieses Sachenplatz. Und jetzt nochmal die Chance für einen positiven Abschluss versorgen, aber nicht mit Jakob Meyer.
nochmal gespielt, wieder Meier. Kann man sagen, die Torhüter haben das Duell auch mit entschieden hier, weil es gab gerade zu Beginn ganz viele Chancen auf beiden Seiten. Ja, das stimmt. Ja, hat jetzt nicht gepasst, der Leipziger Torwart, Meier, genau. Meier hat das schon nochmal rausgefischt, ne? Sekunden laufen. Wir gratulieren dem FC Bayern München erstmal zum Erreichen des Viertelfinals. Marc, an dich vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dir weiter frohes Schaffen heute und ja, euch dann vor allem heute Abend noch einen guten Endspurt beim Berichten. Wunderbar. Vielen Dank, bis gleichfalls. Danke.